Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Malaysia. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich vor Ort schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr die Kapitel dann auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch hier oben natürlich noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb gilt natürlich alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So, dann beginnen wir wie immer mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise geschieht nicht selten über den Flughafen KLIA, eine beliebte Abkürzung für Kuala Lumpur International Airport. Von Deutschland aus fliegt Air Malaysia direkt für ca. 1050 Euro zum Zeitpunkt meiner damaligen Reisebuchung hin und zurück. Alternativ kann man natürlich auch Umsteigeverbindungen nutzen. Die Preise rangieren hier bei etwa ja so ab 700 Euro. Die Flugzeit beträgt rund 12 Stunden, je nach Strecke und Dauer des Zwischenstopps. Der KLIA liegt 60 Kilometer südwestlich der Stadt und ist durch eine Schnellzugverbindung angebunden. Für die Einreise ist ein Reisepass erforderlich. Laut Auswärtigem Amt werden die Abdrücke beider Zeigefinger genommen, aber offenbar nicht von jedem. Zumindest war das in meinem Fall damals nicht der Fall. Ansonsten werden keine weiteren Fragen gestellt, kein vorheriges Zettel ausfüllen, nichts dergleichen. Einfach rein! Malaysia verteilt sich auf zwei Landmassen. Zum einen Westmalaysia auf der südostasiatischen Halbinsel, im Norden mit Thailand und im Süden liegt dann Singapur, und Ostmalaysia zu einem Teil auf der Insel Borneo. Letztere teilen sich Malaysia, Brunei und Indonesien. Die Längenausdehnung von Westmalaysia ist mit um die 800 Kilometer relativ moderat, aber dennoch braucht man schon gewisse Zeit zum Vorankommen. Die Menschen sind indes hilfsbereit, offen und freundlich. Dennoch sollte man seinen Reichtum vielleicht nicht unbedingt so extrem zur Schau stellen. Neben dem Malaiisch wird besonders auch an der Westküste Englisch verstanden und gesprochen. Staatsreligion ist der Islam. Man sollte sich daher entsprechend angemessen in der Öffentlichkeit bewegen. Das Klima ist tropisch, schwülwarm mit Temperaturen um die 30 Grad. Morgens ist es oft sonnig, gegen Mittag zieht es sich gern zu und gegen Abend kann es dann auch mal regnen. Regenfälle können mitunter auch recht stark ausfallen. Das Stromnetz hat 220 Volt und es ist ein Adapter erforderlich. Der britische mit den drei dicken Stiften, der zum Beispiel auch in Singapur oder England verwendet wird. Für Kleinigkeiten gibt es in größeren Städten die Convenience Stores 7-Eleven, in denen man zum Beispiel Wasser und ein paar Süßigkeiten kaufen kann. Unterwegs wird es schon spannender. Frisches Obst findet man am Straßenrand bei den unzähligen Händlern. Ab und an gibt es einen Minimarkt, wo man etwas kaufen kann. In größeren Städten sind moderne Einkaufsmalls entstanden, die den europäischen kaum in etwas nachstehen. Hotels findet man am leichtesten in den größeren Städten. Dazwischen wird es marginal schwieriger. Mögliche Bleiben sehen manchmal aber von ihrem Umfeld her nicht unbedingt so einladend aus. Zumindest war mir das so an einigen Ecken aufgefallen. In größeren Städten gibt es Hotels, vornehmlich im Stadtkern, weniger am Rand davon. In Küstennähe gibt es auch viele Resortanlagen, die preislich etwas höher ausfallen können. Bezahlen kann man fast überall mit Kreditkarte. Allerdings verlangt man beim Check-in oft einen Deposit in bar für den Schlüssel, meist so um die 50 Ringgit, die man dann beim Checkout wiederbekommt. Die Landeswährung ist der malaysische Ringgit. In Hotels und an Tankstellen kann man fast überall mit Kreditkarte bezahlen. Dennoch hat das Bargeld weiterhin einen sehr hohen Stellenwert. Als Reisender sollte man immer so um die 50 bis 100 Ringgit dabei haben, besser noch etwas mehr, falls man eben doch nicht mit Kreditkarte bezahlen kann. Bankautomaten finden sich in vielen größeren Ortschaften. Internet gab es in vielen Hotels per WLAN, aber auch nicht überall. Kostenloses, freies WLAN findet man in fast jedem amerikanischen Fastfoodladen. Alternativ empfiehlt es sich für Smartphone eine lokale SIM-Karte zu kaufen. Die Anbieter heißen Yes, Hotlink, Digi oder ähnlich und bieten unterschiedliche Tarife. Mir wurde Digi empfohlen, die Karte soll gleichfalls in Thailand und Singapur nutzbar sein.
Sie hat 35 Ringgit gekostet und die ersten zwei Tage gab es 150 MB freies Internet dazu. Jeder weitere Tag kostet 8 Ringgit für diese Prepaid-Karte. Die 3G-Abdeckung ist recht gut und fix. Die Karte ließ sich an Kioskautomaten in vielen Läden einfach aufladen. In Malaysia herrscht Linksverkehr. Anfängern im Linksverkehr ist Malaysia nicht unbedingt zu empfehlen. Da sollte man besser in anderen Ländern, wo es etwas gesitteter zugeht, erstmal etwas üben. Die Fahrweise ist gewöhnungsbedürftig und Mopedfahrer schlängeln sich je nach Leistung ihres Gefährts gern da vorbei, wo Platz ist. Gern vollziehen sie auch Spurwechsel, ohne dabei ihr Vorhaben anzuzeigen. Abstand und Umsicht ist allzeit sicher sinnvoll. Bevor ich mich in den Verkehr gewagt habe, habe ich mich in Kuala Lumpur auf eine Brücke gestellt und einfach erstmal den Verkehr eine halbe Stunde lang beobachtet, um zu verstehen, wie das in Malaysia so abläuft. Speziell Kuala Lumpur. Ja, Kuala Lumpur ist Metropole und Herz des Landes zugleich. Obgleich die Regierungsanlagen in der Planstadt Putrajaya etwas südlich davon angesiedelt sind. Die Anreise vom Flughafen nach Kuala Lumpur selbst ist mit dem Klia Express möglich, einem Schnellzug, der für die ca. 60 km Strecke 28 Minuten Fahrzeit benötigt. Eine einfache Fahrt kostet ungefähr 35 Ringgit, das sind in etwa 8 Euro. Man kommt dann direkt am Bahnhof an. Beim Thema öffentlicher Nahverkehr gibt es kein einheitliches Verkehrskonzept wie im benachbarten Singapur. Hier gibt es die Monorail, eine Einschienenbahn, die LRT, Busse und die KTM. Die KTM ist mit einer Fernbahn vergleichbar. Innerhalb der Stadt bewegt man sich eher mit der Monorail und mit der LRT. Letztere ist mit einer S-Bahn vergleichbar. Für viele Fahrten mit der LRT und Monorail sollte man sich eine MyRapid-Karte zulegen, die einmalig ungefähr 30 Ringgit kostet und bereits einen geringen Credit für wenige Fahrten aufweist. Man kann diese an vielen Automaten der Haltebahnhöfe mit Münzen oder Scheinen in 10er Ringgit-Schritten aufladen. Eine typische Fahrt kostet um die 1,20 bis 1,80. Die Taktung ist zur Stoßzeit hoch, ja, und LRT und Monorail kreuzen sich aber nicht unbedingt direkt an manchen Stationen. Das heißt, man muss also schon einige Meter Fußweg fürs Umsteigen zurücklegen. Das System erweckt also nur in Teilen den Eindruck, halbwegs entwickelt zu sein. Manche Stationen sind aber auch sehr neu. Um als Fußgänger zu den Sehenswürdigkeiten zu gelangen, sind die Wege grundsätzlich nicht groß. Manchmal muss man aber an Baustellen vorbei, wo es entweder gar kein Durchkommen gibt oder man doch schon relativ lange Umwege laufen muss. Empfehlenswert ist daher ein Ticket für den Hop-on-Hop-off-Bus, der in einer Schleife alle wichtigen Stationen für Touristen anfährt. Fußgängerampeln gibt es entweder gar nicht oder wenn es sie gibt, funktionieren sie nicht oder man wartet bis zu 5 Minuten auf Grün. Man wird daher vorzeitig die Straße queren. Am besten geht man dann, wenn die Einheimischen gehen, da Autos selten anhalten und aus allen Lücken dazwischen immer wieder mal ein Mopedfahrer hindurchkommen kann. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Malaysia. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt. Ja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben, das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.